So, der erste CD-Wechsel, Domi. Ja, ich walte meines Amtes. Unten. Moment. Unten. Ich halte das Ding mal auf. Halt mal die Kabel da ein bisschen fern, die da vor dem Laufwerk rumschwirren. So, patapatap. CD2. So, und jetzt wird's interessant. Die Frau hat gerade ob der Geräusche sich etwas gewundert, was wir hier gerade anschauen. So, jetzt geht's rund. Wusa! Work, sweet work. Verabschiede dich von deiner Festplatte, du Scheißer. Ein frischer Morgen. Jawohl. Schauen wir mal, ob wir in der Wohnung jetzt wieder alles anklicken können oder nicht. Da konnte ich gerade eben irgendwas anklicken. Echt? Glaube ich. Du könntest die Karte mit dem Telefon benutzen. Mach ich jetzt auch. Geht sogar. Genau, ich kann mal kurz vielleicht mal drauf schauen, was das ist für euch. Dr. Ricky Harburg, PhD, Psychiater. Oder Psychiaterin. Guten Tag, mein Name ist Curtis Craig, ich habe Dr. Harburgs Telefonnummer von... Jedenfalls wollte ich fragen, ob ich einen Termin haben könnte. Gerne. Lassen Sie mal sehen. Sie haben Glück, Mr. Craig. Gerade hat jemand abgesagt. Um 5:30? Ja, das geht, okay. Großartig. Bis heute Abend, Mr. Craig. Auf Wiedersehen. Optimal. Auf in die Arbeit. Schauen wir mal erst nochmal das Haus an, oder? Ob wir irgendwas Neues anklicken können. Können wir gern machen, ja. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt da was gesehen habe, aber... Spiegel nochmal vielleicht. Spiegel können wir nochmal durchschauen. Oder zu deiner Razzi mal gucken. Ich glaube, Blob sagt da jeden Tag was Neues, ja. Ich finde diese Ratte so süß. Hey, meine Schöne. Du bist die hübscheste Ratte auf der Welt, weißt du das? Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen, ha? So, Spiegel, genau. Das hat sie eigentlich durcheinander gemacht, oder? Ja, eben. So, ab zu Wintec. Obwohl, nein, noch nicht ab zu Wintec. Vorher ab zu? Briefkasten. Ab zum Briefkasten. Ja, es kann nämlich sein, dass im Briefkasten was ist. Ich kann mich nicht umdrehen. Doch, ich kann mich umdrehen. Ist sogar was. Komm mal erstmal die Post dann an. Ja, das ist klar. Ja, gleich geht's los. Das versprochene, tolle... Ich fand es vorher lustiger, wie er reingelaufen ist. Mit seiner blöden Grimasse. Post von heute. Therese. Hat er jetzt Hiebe und Küsse? Dann könntest du nochmal anschauen. Nee, wahrscheinlich Liebe. Ja, ich denk's auch eher, dass es Liebe hieß, ja. Hiebe und Küsse. Aha. Genau. Hiebe und Küsse. Hiebe und Küsse. Tatsächlich. So, Atsch. Jetzt geht's aber ab zu Wintec. In the face. Wohnt ja gleich die Straße runter. Danke für eure Kooperation, Leute. Ich weiß, es war nicht leicht. Detective Powell wird sich melden, falls wir noch Fragen haben sollten. Was ist denn da passiert? Mein Gott,
Jedenfalls ist passiert. Sehr informativ. Trevor? Vielleicht ist der etwas gesprächsbereiter. Was ist dir los zum Teufel? Oh, Curtis. Ich war heute früher da und bin in deine Box gegangen, um zu sehen, ob du schon da bist. Und Bob? Bob lag da. Therese, was geht hier vor? Sieht so aus, als ob jemand was gegen Bob hätte. Die sind alle so gesprächsbereit. So, ich glaube, da drin wimmelt mich jetzt die Wache ab. Hier ist ein Verbrechen begangen worden, Sir. Ich muss Sie bitten, den Raum zu verlassen. Das hält uns aber nicht wirklich auf, denn PA Warners Tür ist offen. Wusa. Ja, haben wir. Ja. Aha. Ich bin nicht sicher. Ist bereits geschehen. Ja. Und das bezweifle ich. Ich kann mal speichern gehen. Genau. Ist nicht verkehrt. Buchzeichen. Super Bob. Super Bob. Was liegt denn da am Boden? Ist bereits geschehen. Infektion, Erleuchtung, Entweihung. Ja. Wieder raus? Ins Büro. Achso, okay. Und die Polizistin dort, die Detective-Frau, die kann absolut kein Englisch. Müsste mal drauf achten. Falls Sie das nicht bemerkt haben sollten, wir untersuchen hier ein Verbrechen. Kommen Sie bitte. Wenn man es mal so sagen darf, das ist kein schöner Tod. Wie heißen Sie, Sir? Curtis Craig. Ist das hier Ihre Box? Ja. Detective Ellie Powell, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. So. Detective, mit was für Gegenständen ist Bob derartig zugerichtet worden? Mit Waffen, Mr. Craig. Mehrere Messer, ein Teppichschneider und ein schwerer Industrietacker. Mr. Craig? Ja. Was ist jetzt meine Box? Du kannst hier gerade gar nichts machen, oder? In welcher Beziehung standen Sie zu dem Ermordeten, Mr. Craig? Er war ein Kollege von mir. Mochten Sie Bob Arnold? Nein. Was war denn das? Gleich mal hingucken. Wer sind Sie? Nur ein Augenzeuge der Verbrechen. Mit wem reden Sie? Mit niemandem. Hallo? Hören Sie bitte auf.
bitte aufhören. Sie sind offenbar etwas durcheinander, Mr. Craig. Wir können dann ein andermal weitermachen. Wiedersehen. Oh, ich heiße Craig und nicht Craig. Hass. Curtis, ich habe eine Art außerordentliche Betriebsversammlung angesetzt. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal hier rausgehen. Ja, okay. Also interessant. Ja. Nur Curtis sieht, was da los ist. Ist das mit einem Traumbaum? Auch mal ein Schlückchen trinken. Danke, dass ihr gekommen seid. Heute ist etwas wirklich Tragisches passiert. Etwas Tragisches und Furchtbares. Falls jemand von euch Hilfe braucht, um das zu verarbeiten, stellt die Firma euch einen Experten zur Verfügung. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich hol uns was zu trinken. Das ist so grauenhaft. Ich fasse es einfach nicht. Ja. Leute, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht besonders. Entschuldigt mich bei Tom, okay? Clartriff. Ich glaube, wenn ich mich jetzt immer für die Falsche entscheide, dann passiert was, mit wer ich rede. Ich glaube, dann ist wird meine Freundin hier ein bisschen eifersüchtig, die Jocelyn. Deswegen rede ich mal mit ihr. Wisst ihr, ich habe Bob nie so gemocht. Aber sowas verdient keiner. Niemand. Niemand? Ich weiß nicht. Wie wär's mit Charles Manson? Ich meine, wenn Bob sowas verdient hat, dann verdient das unser aller Charlie auch. Ach. Hallo? Toll, wie du dich im Griff gehabt hast, als Bob zerstückelt in der Box lag. War echt cool. Ja, irgendwie war das ein Wahnsinnsgefühl. Irgendwie abgehoben als... Hallo? Wäre ich gar nicht mehr real. Der sollte seine Wortwahl überdenken. Ist alles in Ordnung, Curtis? Ich finde das nicht komisch. Es tut mir wirklich leid, Joss. Kein Wunder, dass ich mich beschissen fühle, wenn ich so einen verfickten Toten in meiner Box gefunden habe. Wunderbar. Ruf mich an, wenn du dich nicht mehr wie ein Schwein aufführst. Okay, das war falsch. Naja. Aber, Servi. Hast du noch eine zweite? Weißt du, eigentlich tut mir Bob nicht leid. Ich glaube, das war seine böse Fee. Seine böse Fee, das ist nicht schlecht. Der würde ich lieber nicht begegnen. Ja. Die Dame hat ihm ihre Stöckelschuhe in den Schädel reingejagt. Curtis, lass uns offen reden. Ich hab dir gesagt, was ich für dich fühle und du hast dich redlich bemüht, standhaft zu bleiben. Kommen wir zur Sache. Du kommst heute Abend ins Borderline. Borderline, dieser Club? Aha. Da war ich noch nie drin. Hier ist die Adresse. Ich bin um 7 da. Enttäusch mich bloß nicht. Das ist eine Disco, ne? Mhm. Ja, die geht ganz schön ran, die Frau. Ja, die ist direkt. Wo sind alle die weg? Anderen? Muss halt der Craig so das ganze Bier trinken. War das Bier? Porter wahrscheinlich, wenn es so schwarz war. Ein Schwarzbier. Hey, du kleine Ratte. Ich glaube, du weißt, was zum Teufel hier vor sich geht. Das ist ja wohl klar. Du bist ein Mörder und Psychopath. Sagt's eine Ratte. Ah, Regal. Neue Bücher. Tod erwischt. Blutegeltherapie. Lobotomie ist die Lösung, verflucht, was ist? Mhm. Kannst du mal in deinen Spiegel gucken? Ich kann mal schauen, nee, anrufen hatte ich nicht mehr. Ich kann mal in den Spiegel gucken. Vielleicht sieht er da wieder was Schönes. Mhm.
habe niemanden umgebracht. Natürlich hast du das getan! Geht's ja richtig zur Sache. Was ist los mit Curtis, hm? Gut, schau mal, ob schon die Ärztin offen hat. Ja. Ich glaube, zu Winter kannst du ja eh nicht. Weil die lassen dich ja nicht rein. Wie komme ich dazu? Mein Termin Borderline. Ist noch gar nicht dran. Achso, freilich. Nee, das glaube ich, kommt das nach der Ärztin. Ich werde noch meinen Termin mit Dr. Harburg verpassen. Ja. Okay. Ich warte lieber noch ein bisschen. Raumraum vielleicht? Ich gehe mal zuerst nach Wintec, vielleicht komme ich da doch noch irgendwie rein. Okidoke. Scheinbar ja. Was haben Sie hier zu suchen, Sir? Ich wollte Arbeit für zu Hause mitnehmen. Sind Sie völlig übergeschnappt? Das hier ist ein Tatort, da können Sie nicht einfach irgendwas wegnehmen. Verschwinden Sie. Rollers. Ja, die Tür wieder? Hm. Na, warum kommen Sie mir jetzt damit? Sie hätten schon vor Monaten fertig sein sollen. Ja. Jetzt? In Ordnung. Ich brauche irgendwas, um diese Dinger da hinten aufzumachen. Der Schraubenzieher allein geht ja nicht, ne? Schraubenzieher funktioniert nicht, ne. Da gibt's doch irgendwo was. Pipette oder irgendwie sowas in der Art? Ich weiß nicht mehr, irgendein Werkzeug war das, glaube ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was. Ja, aber auf jeden Fall musst du da doch erst eh später rein, dachte ich. Räumen wir mal kurz weg. Genauso wie den. So, so kommt er nicht rein. Klar. Das hat auch nicht funktioniert. Brauchst du da nicht irgendwas zum Aufhebeln oder sowas? Schau, weil wie der das jetzt macht. Ja, ja, irgendwas. Nee. Nun gut. Die Sicherheitseinstufung ist ja noch ganz unten. Die ist noch ganz unten, ja. Traumbaum wird, denke ich mal, nicht viel sein. Wahrscheinlich kannst du beim Kellner reden. Wahrscheinlich, ja. Hm. Und die Speisekarte mal angucken. Ja, mein Lieber, wirst du nicht unter den ach so grellen Neonröhren von Wintec? Nein. Wir haben heute wegen Mordes schulfrei. Bob Arnold ist abgeschlachtet worden wie ein Schwein, ausgerechnet in meiner Box. Nicht wahr? Doch. Hey, das ist ja knallhart, Mann. Darüber. Sehr nett. Ich verstehe nicht richtig. Sag das nochmal. Bob ist umgebracht worden? So richtig mit einem Messer? Mit einem Teppichmesser und einem Tacker. Unter anderem. Mit einem Tacker? Ach du Scheiße. Da muss ja jemand echt stinksauer auf ihn gewesen sein. Oh Mann. Sein Mitleid ist super. Das finden alle voll cool irgendwie, ne? Ja, ja.